Wir wollen Ihnen jetzt einen Einblick geben in den Datenkalender vom Dienstag, dem 11. August 2015. Da haben wir am Vormittag gleich um 11 Uhr einen doch sehr wichtigen Datensatz im Programm, der auch die Aufmerksamkeit der Börsianer auf sich ziehen dürfte, nämlich die Konjunkturerwartungen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW für den Monat August. Der kommt zunächst für Deutschland heraus, da wird mit einer leichten Verbesserung gerechnet. Und ebenfalls um 11 Uhr kommt dann der ZEW-Konjunkturerwartungsindex für den Euroraum heraus. Auch hierbei wird mit einem leichten Anstieg gerechnet. Zumindest im Durchschnitt der Analysten kann dies abgelesen werden. Und wir werden dann hier überprüfen, ob es dann tatsächlich auch so kommt. Etwas später, um 14.30 Uhr, gibt es aus den Vereinigten Staaten von Amerika die Entwicklung der Lohnstückkosten im zweiten Quartal. Hier sind es dann die vorläufigen Angaben im Quartalsvergleich. Und ebenfalls um 14.30 Uhr gibt es dann die Produktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika außerhalb der Landwirtschaft, ebenfalls für das zweite Quartal. Um 16 Uhr werden dann in den Vereinigten Staaten von Amerika noch die Lagerbestände des Großhandels für den Monat Juni veröffentlicht. Aber im Laufe des Tages kommen auch eine ganze Reihe von Quartalszahlen. Unter anderem werden folgende Unternehmen Einblicke in ihre Zwischenbilanzen geben. Die Arealbank, Jenoptik, Jungheinrich, die Biotest AG, Höft und Wessel, König und Bauer, Leonie, die Manns AG und darüber hinaus gibt es eine Analystenveranstaltung der Münchner Rückversicherung. Und außerdem wird auch noch die Deutsche Lufthansa ihre aktuellen Verkehrszahlen vorlegen, nämlich die für den Monat Juli. Also wir sollten uns wieder anschnallen und sehr aufmerksam sein. Das könnte auch wiederum ein recht lebendiger Börsentag werden.